weil ich so fett bin. So. Und der Soundbug ist übrigens auch wieder weg. Also war es doch ein Bug gewesen, wie ich mir das schon dachte. Okay, hier müssen wir irgendwie... Wer ist das denn? Okay, mit dem müssen wir wahrscheinlich reden. Was macht der da? Okay, müssen mit dem wahrscheinlich reden. Ich habe aber so ein bisschen Angst, jetzt in die Zeit zurückzureisen. Oder in die Nähe, ja. Weil ich weiß nicht, ob hier Wachen rumlaufen. Das ist so ein bisschen so meine Vermutung. Deswegen möchte ich mich... Huch! Schon wieder diese Tür. Ich gehe erstmal hier lang und schaue mich mal um. Okay. Aber hier scheinen auch keine... okay. Keine Wachen zu sein. Dann gehen wir mal in die Gegenwart. So, sieht doch schon alles viel neuer aus. Boah, sowas stelle ich mir bei Horrorspielen geil vor, wenn du so in die Zeit wechseln kannst. Und dann auf einmal sieht es so vermodert aus und dann wieder neu. Boah, das würde ein Horrorspiel auch vielleicht irgendwie gut tun. Ach, guck mal, ich kann die Brücke zum Einsturz bringen. Wie cool ist das denn? Das muss ich mal ausprobieren gleich. Nein, warte. Nein. Huch, falsche Taste. Nee, das war... Ich weiß gar nicht, was das war. Kugeln aufhalten, glaube ich, ne? Okay. Da ist ein Schlüssel, den brauchen wir. Wir müssen hier mit dem, glaube ich, reden, ne? Kann das sein? Hey, you! You aren't guard. What are you doing down here? I'm looking for a friend of mine. Please, you gotta get me out of here. If you get me out of here, I can help you find your friend. How do I know I can trust you? Genau. Let me see what I can do. Genau, lass mich mal sehen, was ich tun kann. Ob ich dich da raushol. Oh, guck mal hier. Hm. Kannst direkt duschen gehen. Entschuldigung. Das war schon wieder so unterschwellig. Ja, dann müssen wir uns mal umsehen. Wow! Hallöchen, Jungs. Ich hab's irgendwie erahnt, dass da was kommt. Scheiße. Warum habe ich das nur irgendwie im Urin gehabt, dass da... Ja, und die laufen natürlich hier lang, ist klar. Wir umgehen die einfach mal. Ach, die bleiben da stehen, oder was? Den einen könnte ich auf jeden Fall mitnehmen in die Vergangenheit. Aber den anderen glaube ich eher nicht. Obwohl, da bin ich mir nicht sicher. Ach, da läuft noch einer. Oh Gott. Geil wäre natürlich, wenn die auf die Brücke gehen würden. Was ist mit dem? Der bleibt da stehen. Oder? Nee, doch nicht. Die gehen bestimmt jetzt oben rauf. Pass mal auf. So wie ich jetzt sage. Wie geil. Wie cool dieses Spieldesign auch ist mit diesem Vergangenheit und Gegenwart und so. Das macht so viel Spaß. Was macht der da? Ah, okay, der geht nach oben. Okay, pass auf. Dann können wir jetzt schnell die Zeit wechseln und schnell hinter die Wand huschen. Hier war die Wand. So. Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ich vermute, dass es jemand von denen, der den Schlüssel hat. Ja, ich vermute mal schon. Okay, pass auf. Müssen wir kämpfen, bleibt uns nichts anderes übrig. Ich versuche natürlich irgendeinen irgendwie in die Vergangenheit zu kriegen. Die laufen oben lang. Versuchen wir mal unser Glück. Wo war die Tür? War das hier? Hier. So, pass auf. Du gehst mal dahin. Ciao. So, einer schon mal weniger in der Gegenwart. Aber das ist geil, dass ich den einfach mal mitnehmen kann. Wie cool ist das denn bitte? So, den nehme ich auch mit. Komm her! Ciao! So, fehlt nur noch einer. Aber wir müssen sie ja zerstören, ne? Vielleicht kann ich auch einfach den jetzt nehmen. Wie am Zappeln ist, ne? Der ist immer noch nicht tot. Das gibt's doch nicht. Wie weit muss ich den von oben fallen lassen? Ciao! So, jetzt ist er down. Okay.
Schauen wir mal, wo sind die anderen beiden? Die sind in der Vergangenheit des Bereiches. Wir müssen mal schauen, dass wir einzeln sie beide kriegen. Aber so kann man sich die so ein bisschen auf Distanz halten. Das ist cool. Aber sind die beide schon... Sind die beide schon down? Ich vermute mal nicht, ne? Wo sind die denn? Oh, oh. Ja, ja, ich bin hier. Komm her. Komm her, ich nehme dich wieder mit in die Gegenwart. Komm mit. Komm mit. Komm mit. So. Ciao. Wie er ballern wollte. Ist ja unglaublich. Komm mal mit. Er flieht einfach durch den Pfeiler. So, wo ist dein Kumpel? Da ist dein Kumpel. Ciao! So, haben wir jetzt einen Schlüssel? Super Parkposition erreicht. So, anscheinend haben wir keinen Schlüssel bekommen. Ich muss den Schlüssel finden. Ich muss den Schlüssel finden. Ah, guck mal, komischerweise ist die Tür jetzt offen. Auf wundersame Art und Weise geht die Tür auf einmal offen. Was haben wir hier? Achso. Was ist denn? Was ist denn? Ist das die Folterkammer? Ist das hier eine Folterkammer? Alter, dieses Spiel, ne? Vielleicht kommen wir ja gleich noch irgendwie im Beate-Use-Shop oder so, im SM-Bereich. Man weiß es nicht. Werden wir sehen. Ist Dr. Zhivago vielleicht auch hier? Ist ein Insider. Für die Leute, die wissen, was ich meine, die werden sich jetzt wahrscheinlich kaputt lachen. Aber das sieht schon echt creepy aus, so wenn man so diese alten Dings sieht, die Fliesen und dieses ganze Zeug von der Krankenstation ist schon echt übel. Na. Alles mit der Zeit. Oh. Hallo, mein Freund. Ich nehme ihn einfach mal mit. Das ist aber auch aus dieser Höhe nicht stirbt, ne? Jeder andere würde sterben. Ich würde kaputt gehen. Ich würde mein... Ich würde da voll mein Dings verlieren. Meine Lebensenergie. Komm mal mit. Oh, Alter. Ciao. Dann wäre der auch schon mal weg. Was heißt denn? Die Knarre hat gerade noch geschossen, oder? Oder habe ich es gerade falsch gesehen? Okay, wenn der Freund da ist, ist er dort unten. Wir müssen jetzt im Schacht reinklettern. Müssen wir mal schauen, was er damit meint. Müssen wir jetzt komplett wieder zurück, ich vermute mal. Müssen wir mal schauen, was für ein Schacht er meint. So, gucken wir nochmal. La la la. Was für ein Schacht meint er denn? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher, wohin wir müssen. Oder vielleicht wieder hier lang? Ah, oder? Nee. Hä? Wie komme ich denn da bitte hin? Warum habe ich mal so ewige Erinnerungen an anderen Spielen, wenn ich sowas hier sehe? Zum Beispiel dieser Blumengarten erinnert mich unheimlich an das DLC von The Evil Within. Das ist total geil irgendwie. Ein paar Spiele erinnern mich daran. Ja, müssen wir jetzt mal schauen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Auf der Suche nach dem ominösen Schacht. Ach, jetzt kommen wir hier weiter?
Ach, guck mal einer an. Oh, hallo mein Freund. Komm mal mit. Na. Ach, den kann ich gar nicht mitnehmen. Ciao. So. Ich bin ein Hero. Du bist nichts. Ich bin ein Hero. Du kannst nichts. Ich bin ein Hero. Du bist nichts. Ich bin ein Hero. Ich kack dir ins Gesicht. Was? Nein, Entschuldigung. Wo ist er denn? Ach, da. Ciao. Hui. Wie die mal fliegen, ne? Feier ich ein bisschen. Durch den ganzen Raum, komm. Da oben gegen das Dings. Alter. Nur fliegen ist schöner. Brauchst du nochmal zum Bungee-Sprung gehen? Wieder zappelt, ey. Ciao. Dass der aber auch kein Leben verliert, wenn er so tief fällt. Das ist echt... Ah, okay. Aber der geht auf jeden Fall schneller kaputt. Heroes Reborn, du altes Horn. Oh Gott, da ist schon wieder so einer von den schweren Gegnern. Na, was mach ich denn? Ciao. Alter, der hat mich sogar getroffen, die Drecksau. Ich fass es nicht. Na, was mache ich denn? Wow, wie ein Urwald hier. Okay, der ist tot, der liegt in der Ecke. Das ist aber echt wie ein Urwald hier, ne? Schon krass. Was ist das denn? Warum leuchtet der Baum denn so merkwürdig? Der Baum war riesig. Oder muss ich über diesen Baum jetzt drauf rüberklettern, irgendwie nach oben? Aber ich glaube nicht, ne? Wo ist ein kleiner Setzling? Ja. Was kann ich denn? Kann ich... Was kann ich denn? Ich kann den mitnehmen? Kann ich den wachsen lassen? Okay, ich muss, glaube ich, da hinten hin. Ich probiere mal. Das ist ja geil. Ich muss diesen Baum wachsen lassen jetzt, oder was? Pass mal auf, dann wächst der jetzt gleich und wir können durch den Schacht klettern. Kann ja ein bisschen rennen, ja. Wusch, wusch, wusch. So, warte, gleich da. Aha, ja. Okay, here goes nada. Okay, wird schon schief gehen. Wächst der jetzt oder wie ist das? Oder? Ja, natürlich. Genau. Natürlich. Natürlich. Wir haben ihn gerade erst gepflanzt, aber in der Vergangenheit ist er schon da. Alter, das ist so... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, bin ich ganz ehrlich. Alter, was? Aua. Ich komme da nicht rauf. Ich dachte, ich kann in den Baum hochklettern. Warte mal. Boah, diese beruhigende Musik gerade, ne? La 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 la. Das gibt's doch nicht. Wie soll ich denn da raufkommen? Warte mal, der Wegpunkt zeigt woanders. Der zeigt hier hin. Ja gut, ich muss was interagieren. Ach so. Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe vergessen, meine Superfähigkeit, die Viereck-Taste. Ich entschuldige mich dafür. Die Superfähigkeit vergesse ich immer wieder gerne, dass ich eine Superfähigkeit habe, die heißt Viereck-Taste. Entschuldige bitte. So, neue Fluchten. Du kannst Kugeln fangen, wenn sie langsam genug sind. Stufe 11. So, wo sind wir jetzt? Wir sind irgendwo in Mount Massive gelandet. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich muss mal schauen.
Aha. Kann ich hier runterspringen? Oh, die Batterie von deinem DualShock-Controller ist fast leer. Das ist natürlich sehr schön. Vor allem mitten im Let's Play passt das gut. Ach nein, man kann da nicht... okay. Okay, dann muss ich mal gucken, dass ich gleich mal schnell eine Folgenpause mache, dass ich meinen Controller erstmal lade. Oh Gott, das ist ja mies. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ist mir noch nie passiert. Naja, und ich habe keinen Ersatzcontroller. Hä? Ich laufe vollkommen falsch. Das gibt's doch gar nicht. Aber ein bisschen kann ich ja noch spielen. Sonst muss ich ihn gleich erstmal laden, so ein Stündchen oder so. Wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich hier rauf? Oh Gott, das werde ich niemals nicht schaffen. Wo muss ich denn hin? Da oben? Ne, warte mal, von da waren wir noch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Waren wir da schon? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen bestimmt da hinten hin. Aber wie soll ich denn da... Warte mal. Oh Gott, um Gottes Willen. Also wir müssen auf jeden Fall da lang, glaube ich, oder? Nee, hä? Ich habe auch gar keinen Plan, was ich hier tue. Na. Yeah, Superkraft, Viereck. Nee, keine Ahnung. Nein, was? Oder müssen wir hier lang? Nee, aber hier waren wir doch schon, oder? Ich habe auch gar keinen Plan, wo wir hin müssen. Das Gitter kann ich nicht abnehmen. Wo müssen wir denn hin? Also normalerweise ja nach oben oder so in den meisten Spielen. Aber hier, wie gut, dass es auch so hell ist, dass man so viel sieht. In der Vergangenheit. Ist da oben irgendwie ein Bereich, wo ich... Es könnte sein, dass es da hinter der Wand irgendwie weitergeht. Aber wie soll ich denn da hinkommen? Ah, warte mal. Warte mal. Yeah. Ah, okay, das war richtig. Ciao. Nein, was mache ich denn? Ich vergesse mal, dass ich das auch mit R2 wegschießen kann. Ja gut, wisst ihr was? Dann mache ich jetzt erstmal eine Folgenpause, lade den Controller ein bisschen weiter und würde sagen, wir sehen uns dann ja, in einer weiteren Folge Gemini Heroes Reborn. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.